So Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal und heute gibt es wieder die nächste Folge vom Trade to Millionaire Account. Am Donnerstag haben wir Spieler reingestellt, die wir in den Packs gezogen haben. Haben in 83er, 84er investiert, 70k, 60k investiert und ja, hat sich einiges verkauft. Das war aber noch von den Packs, die habe ich ja später halt reingestellt. Hier zum Beispiel in Inaki Williams habe ich mir für 700 Münzen mitgenommen und wie ein Ducoré. Sind 150 bis 200 Münzen Gewinn. Ein Podolski für 700 Münzen mitgenommen, 850 weg. Ist jetzt kein großer Gewinn, aber so ein Arthur haben wir uns für 500 Münzen, glaube ich, mitgenommen. 500 Münzen mehr verkauft. Und hier haben wir jetzt auch Silberspieler von PAX, Beispiel hier der von Chievo Verona. Ging für 1,6 weg. Und ja, ansonsten, das löschen wir. Und ihr seht, hier habe ich schon meine ganzen 83er, 84er drauf. Sind noch nicht gestiegen. Wieso sollten sie auch, da ja noch zurzeit die Tottis im PAX sind. Es werden immer noch heftig viele Picks gezogen. Vor allem jetzt beim Best of Totti. Und ja, das ist ein guter Ansatz, wo wir heute anfangen werden, Leute. Wir werden heute auf diesem Account sehr, sehr viele Ligen-SBCs machen und ja, probieren einfach mal einen Totti zu ziehen. Beispiel die Totti-Challenge haben wir auch noch zwei Stück. Auf diesem Account haben wir bis jetzt noch keinen Walkout gezogen, seit diese Serie läuft. Wir werden es heute probieren, vielleicht schaffen wir es ja. Und ja, am Ende gibt es da noch einen kleinen Trading-Tipp, wie immer. Und dann starten wir rein. Okay, erste Challenge ist abgesendet. Hier 45k-Pack bekommen wir da. Und hier haben wir noch einen 25k-Pack, das senden wir jetzt auch ab. Und solltet ihr irgendwie Hilfe brauchen, Leute, wenn ihr irgendwelche SBCs nicht hinbekommt, günstig, oder einfach mal wissen wollt, wie ihr ein 3-Millionen-Team bauen könnt, wie ich die Frage im letzten Video bekommen habe. Da hat mich ein Abonnent gefragt, ob ich ein 3-Millionen-Team bauen kann. Und das ist meine Frage, während ich hier die Packs öffne. Können wir ja mal darüber kurz reden. Habt ihr Bock? Oh Gott. Was ist los? Ah, schade. Ist ja zu schön. Aber erster Walkout auf diesem Account. Eine Sensation. Spanien, ZOM. Das ist gut. Da wird Silva oder Isco. Let's go. Das ist nicht schlecht, Leute. Hier haben wir unseren ersten Walkout, Isco, Disco, Misco. Let's go. Bringt uns ein paar Coins, damit wir auch mal endlich besser traden können. Let's go, Alter. Let's fucking go. Über 50k wert. Den werden wir auch direkt so reinstellen. Weil ich ihn auch gerade für eine SPC gebraucht habe, hier auf dem Main-Account. Und ich ihn auch da ungefähr so für 52k geholt habe. Ein Totti brauchen wir ganz klar nicht zu erwarten, wenn man sieht, was die YouTuber reinstecken. Aber ja, deswegen erwarte ich auch hier überhaupt kein Totti, ist keine Frage. Endlich mal haben wir ein paar Coins, 60.000 Coins. 60.000 haben wir investiert, jetzt sind wir schon bei über 100.000 nach 5 Folgen, geht auf jeden Fall klar. Klar hatten wir jetzt auch mal einen Packluck, aber diese SBCs könnt ihr auch alle machen auf euren Account, Leute, ist gar kein Problem. Und wir werden heute auf jeden Fall noch ein paar Packs ziehen. Wir haben ja noch sehr, sehr viele Ligen-SBCs, leider kann ich sie nicht alle hintereinander machen und dann so als großes Pack-Opening, weil ich gerade nur 20k zur Verfügung habe. Jetzt habe ich hier knapp 70 zur Verfügung, jetzt können wir es auf jeden Fall machen. Und dann werde ich es jetzt gleich auf jeden Fall auch noch machen, aber meine kurze Frage war, hättet ihr Bock auf so eine Teams-Bewertung-Folge? Vielleicht einmal in der Woche so ein Video oder bringen es zu viele YouTuber. Ich weiß nicht, weil ich oft Fragen darüber bekomme, ob ich mal helfen kann beim Team. Oder habt ihr Bock auf Videos wie günstige SBC-Lösungen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder wenn ihr andere Vorschläge habt, was man hier so bringen noch kann, außer Trading, so bezüglich Hilfe in FIFA 19, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt noch ein paar Packs vorbereiten und sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir haben jetzt drei SBCs abgeschlossen. Erstmal kommt hier die Rom SBC. Hier könnt ihr euch selber nachbauen. Geht einfach bei Footbin unter Rom, also Serie A liegen. Serie A und dann Rom. Das gleiche macht ihr bei Neapel. Könnt ihr auch machen. Kommt, das Pack muss Glück bringen. Als Napoli-Fan wäre es geil, hier was zu ziehen. Und dann haben wir noch die Sporting SBC gemacht. Vielleicht erinnern sich welche daran, wo ich Messi Team of the Group Stage gezogen habe. Wenn nicht, wenn ihr neu seid, checkt es gerne ab auf meinem Kanal. Findet ihr eigentlich, steht auch so im Titel. Bei diesem Pack hier habe ich Messi gezogen, bei dieser SBC besser gesagt. Und ja, jetzt haben wir zwei 45k Packs und ein 30k Pack. Wir nehmen die goldene Mitte, Leute, wir starten rein. Auch wenn ich die 45k Pack grottenschlecht finde. Haben wir hier einen Walkout. Let's go, Totti. Nein, schade. Das ist ja zu schön, Info. Eriksen oder Santi Cazorla. Egal, Leute, wir haben zwei Walkouts heute gezogen. Und warum sage ich Tots die ganze Zeit? Ich hatte auch gestern so einen Titel erstmal geschrieben. So macht ihr Coins zum Tots, obwohl es das Totti hieß. Habe ich ganz schnell geändert. Ich hoffe, es hat keiner mitbekommen. Ihn stellen wir gleich rein, so um die 25k. Geht auf jeden Fall besser. Schade, dass es kein Totti geworden ist. Schreibt mir gerne rein, Leute, habt ihr schon Totti dieses Jahr gezogen? Habt ihr überhaupt schon mal in ganz FIFA einen Totti gezogen? Ich noch nicht. Wir machen weiter mit dem 30k Pack. Also seit ich FIFA zocke noch nie einen Totti gezogen. Das ist natürlich krass, aber hier haben wir eine Leinwand. Let's go, heute gönnt ihr auf diesen Account hier. Das wird Naby Keita. Nose Pack bringt nie was, aber diesmal bringt es nichts. Schade. Egal, wir haben zwei Walkouts gehabt, ich darf mich nicht beschweren.
Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss jetzt erstmal eine Transferliste leeren, die Spieler reinstellen. Dann sehen wir uns gleich wieder beim Trading-Tipp. 3 Tage später jetzt, Leute. Und ja, ich wollte das Video eigentlich schon längst bringen. Gestern habe ich eine Pause gemacht, was Videos angeht. Davor kam ein anderes Trading-Video, glaube ich. Da habe ich was erzählt, wann man verkaufen soll und wann man kaufen soll. Könnt ihr gerne nochmal abchecken. Ist ziemlich untergegangen. Denn ich denke, dass jedes Video so von mir ja so mindestens 1000 Klicks bekommt. Das hat jetzt, glaube ich, nur knapp 600. Also wer es noch nicht gesehen hat, gerne abchecken. Mein zweitneuestes Video. Also nach dem das neueste. Und ja, ganz kurze Anmerkung, ich habe heute Morgen die 100.000 Kanalaufrufe geknackt. Danke dafür auf jeden Fall. Ist auch nochmal ein geiler Meilenstein. Wie ich gerade angesprochen habe, also eigentlich vor 2-3 Tagen, kommen wir zur Trading-Methode. Erstmal seht ihr hier alle Verkäufe. Wir haben die 100k auf den Account. Da kann man ruhig einmal klatschen. Und ja, ansonsten haben wir noch eine Seite, zwei Seiten, drei knappe Seiten mit 83er. Und was werde ich jetzt machen? Zurzeit einfach die beste Trading-Methode. In 83er, 84er werde ich investieren. Da sie einfach viel zu billig sind. Es ist ein Ritual in jedem Video, ne? Immer klingelt mein Handy. 83er Leute unter 1k, nehmt euch alle 83er unter 1k mit. Das hat uns perfekt bewiesen, dass sie wieder ansteigen werden. Zum Beispiel kam ja jetzt die Bale SBC. Ich zeig's euch kurz. Es kam ja zum Beispiel gestern hier die Bale SBC. Die Ibra SBC kam ja auch. Bale SBC kam ja. Und was bocken bei Bale Leute? 88er Bewertung, 87er Bewertung, 87er, 86er Bewertung, 86er Bewertung. Und das heißt nur, dass die 85er, 86er steigen. Und ich habe ja im vorletzten Video gesagt, wer hier sehr aktiv ist, hat das bestimmt mitbekommen. 85er Leute könnt ihr euch für 7,5 easy zurzeit mitnehmen. Und ich sehe gerade bei Footbin, der billigste 85er ist bei 9,7. Das ist krank, die sind über 2k alle gestiegen. Ich hatte in 6, 7, 8 Ibrahimovic investiert, habe ich mir für 7k mitgenommen. Gestern Abend war ja Instinct für 15k. Pro Karte habe ich dann ja alle für 15k weggehauen, weil man braucht irgendwie hier so einen Schweden High-Rated Spieler. Da gibt es glaube ich nur Ibrahimovic und deswegen ist er ziemlich schnell Instinct geworden. Und da sage ich euch einfach nur, Leute, nehmt euch einfach 83er unter 1k mit. 84er bis 2,5, 2,6, 2,7 könnt ihr euch auch mitnehmen, weil auch die werden wieder auf 3, 4k hochgehen. Wenn dann irgendwann die TDW SBC kommt, die wird ja auch wieder kommen. Was ich jetzt machen werde bis zum nächsten Video, Leute, kurz gesagt, ich werde nach diesem Video hier, nachdem ich das alles geschnitten habe und hochgeladen habe, 100k neu reinvestieren halt in 83er, 84er, 85er lasse ich jetzt die Finger, sind mir zu teuer. Auch die 86er sind wieder ziemlich gestiegen, der billigste 86er ist bei 18k. Und ja, dann wisst ihr, was ich vorhabe, für mich zurzeit einfach die beste Trading-Methode. Da macht man kein Risiko, die Kostenabschlusspreis, 850, 900 Münzen. Fährmann und Kepper gibt es angeblich laut Footbin sogar für glatt 800. Muss ich gucken, ob das gleich stimmt. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall hier nachinvestieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und ciao.